Hallo Leute, heute bei Elektrotechnik in 5 Minuten Leistungsanpassung. Leistungsanpassung. Was ist das? Wo braucht man das? Wo findet man das? Also Leistungsanpassung findet man immer, wenn man eine sogenannte reale Spannungsquelle hat. Reale Spannungsquelle sieht wieder so aus. Das hier sind die Klemmen. Das hier ist so ein Innenwiderstand und das ist die Leerlaufspannung, eine ideale Spannungsquelle plus Innenwiderstand ergibt zusammen reale Spannungsquelle. So, und Leistungsanpassung ist jetzt, wenn ich hier einen Widerstand hinbaue, ich nenne ihn mal RA, und an diesem Widerstand möchte ich die maximale Leistung aus der Quelle rausholen. Und dann ist das Stichwort Leistungsanpassung bedeutet, dieser äußere Widerstand, der RA, muss genauso groß sein wie der Innenwiderstand. Und wenn ihr das wisst, Leute, dann ist das schon die halbe Miete. Weil jetzt könnt ihr schon wieder weiterrechnen. Meistens ist die Leerlaufspannung und der Innenwiderstand angegeben. Und ihr sollt, was weiß ich, den Strom durch den äußeren Widerstand ausrechnen. Das könnt ihr jetzt ganz einfach machen mit sowas. Ebenso, was oft gefragt wird, ist, der Wirkungsgrad Eta ist bei Leistungsanpassung nämlich genau 50%. Auch noch so ein wichtiger Hinweis bei der Leistungsanpassung. Und wenn ihr die beiden Kriterien wisst, ich markiere es auch noch ein, weil es auch noch wichtig ist, dann seid ihr schon auf der Gewinnerstraße und könnt sowas schon weitermachen. Also das war mein kurzes Video zur Leistungsanpassung. Diese zwei Dinge, absolute Basics. Wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.